Hallihallo, hallo, liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Sa aus Dessau mal wieder für euch und ich mache wieder ein neues Video an diesem Sonntag für euch. Mein Freund wird nämlich dieses Jahr 30, es ist gar nicht mehr lange hin bis dahin und das hat mich veranlasst, mal zurückzugucken in meine Vergangenheit. Inspiriert hat mich dabei Kelly Mrs. Vlog. Sie hat nämlich auch auf ihrem PC mal die alten Bilder durchgeguckt und das habe ich auch gemacht. Ich habe jegliche CD-ROMs durchforstet und sämtliche Datenträger durchsucht und habe 10 Bilder für euch rausgesucht. Jeweils zu fast jedem Bild auch ein Vergleichsbild oder vielleicht eine Fotostrecke. Habe ich auch gefunden. Also, dann gucke ich mal in meine Vergangenheit und schwelge in Erinnerung. Viel Spaß! Oh, das bin ich. Im Kindergartenalter war ich nicht schon immer fotogen. Ja, ein sehr süßes Bild, was mir gleich ins Auge gestochen ist, als ich meine alten Bilder durchgeguckt habe. Ich möchte beiläufig erwähnen, dass ich die Bilder im Voraus schon rausgesucht habe, damit ich mir A, darüber Gedanken machen kann und B, dass ich euch nicht ganz viele Milliarden Bilder zeige. Es folgt eine Fotostrecke und zwar nenne ich sie liebevoll Sandra im Blitz. Ich war da 13 oder 14. Fragt mich nicht, wie alt ich da war. Jedenfalls ist das eine sehr komische Fotostrecke. Das letzte Bild halte ich mal an. Hat sie nicht schöne blaue Augen? Aber ich frage mich echt, was wir da gemacht haben. Oh Mann, die Sandra im Blitz. So, folgendes Bild. Man könnte jetzt wirklich denken, dieses Bild ist komplett aus den 90ern, aber ich muss euch sagen, es ist nicht so. Oh Mann, ich sehe so 90er aus, das ist ja Wahnsinn. Das war, keine Ahnung, 2005 oder 2006? Ich könnte voll bei Dr. Who mitspielen, weil die haben am Anfang auch noch so 90er-Style. Ja, ich habe mir an dem Tag gerade die Haare das erste Mal rot gefärbt. Und war sehr glücklich damit und es gibt davon auch eine ganze Fotostrecke, doch ich wollte euch das Bild wirklich mal zeigen, weil es wirklich so 90er aussieht. Und das Schlimme ist, davon gibt es auch noch bewegtes Material. Ich zeige euch das mal in groß. Oh Mann. Das nächste Bild habe ich rausgesucht, weil ich euch zeigen wollte, oh mein Gott, was hatte ich da für eine Frisur? Was hat mich bitte geritten? Ich fand die Frisur damals hübsch, ja, das muss ich dazu sagen. Das Bild ist entstanden bei meinen Eltern und mit meinem noch ersten Smartphone, ist das Wahnsinn? Also es ist auch noch nicht allzu lange her, es war 2011. Ja, ich kann ja mal so gucken. Oh Gott. Und das Schlimme ist, die Klamotten habe ich auch noch. Kurze Vorankündigung. Ihr kennt vielleicht von damals noch so ein Handyvideo, was rumging. Der besoffene Elch. Und ich habe einen sehr schönen Beitrag dazu. Vor allem, ich war an dem Tag noch nicht mal betrunken. Das Bild ist von 2010. Es sieht sehr witzig aus, auf jeden Fall. Aber ich habe mich für nichts zu schämen. Also ich war an dem Bild nicht betrunken. Ich nenne es bloß liebevoll den betrunkenen Elch. Es war um die Weihnachtszeit. Das nächste Bild möchte ich euch zeigen. Und zwar möchte ich zeigen, die saß ein Star. Oder fühlt sich jedenfalls so. Ich habe damals mit Kitty the Sheep viele Fotosessions gemacht und davon habe ich auch ganz viele Bilder und die wollte ich euch nicht alle zeigen und deswegen habe ich mir wirklich die schönsten rausgepickt und ich habe mich gefühlt wie ein Star. Ja, die Kette ist natürlich immer noch da, die in den zwei vorherigen Bildern auch da war. Ja, okay,
Okay. Oh mein Gott. Ja. Warum? So, wieder ein Bild mit dem Mikrofon. Und zwar habe ich da auf einer Hochzeit gesungen. 2010. Das Kleid fand ich sehr hübsch. Habe ich geliehen. Ist bestimmt ein Brautjungfernkleid. Jedenfalls kam das Singen auch sehr gut an. Auf der Hochzeit. Also, ein Bild, das sehr emotional ist. Kommt jetzt. Ich habe mir die Nase gebrochen. Angebrochen, ja. Ich bin im Februar mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und habe mir die Nase angebrochen, weil ich über den Lenker gefallen bin. Es war sehr glatt, ja. Deswegen fahre ich jetzt von November bis Februar oder bis März gar nicht mehr mit dem Fahrrad. Damals war das noch nicht so schlimm wie das nächste Bild. Nase angebrochen 2.0, nicht mal 3 Monate später. Ich habe es wirklich geschafft, mir nochmals die Nase anzubrechen. In der fast gleichen Art. Das Schlimme war, ich hatte damals noch einen Auftritt mit meiner Theatergruppe, wenig später nach dem Unfall, und habe meinen Text anpassen müssen an die Verletzungen. Ich habe die Verletzungen mit eingebaut und wurde danach von Zuschauern gefragt, möchten sie sich denn nicht mehr abschminken? Da habe ich gesagt, nein, ich muss mich nicht abschminken, das ist echt. Ja, jedenfalls habe ich damals meinen Text wirklich so angepasst, damit das auch nicht auffällt. Ja, was die Sah nicht alles schon gemacht hat und durchgemacht hat vor allem. Und da ich gerade bei meiner Theatergruppe war, möchte ich auch gleich mit einem Bild von der Theatergruppe weitermachen. Oder jedenfalls ein Bild von einem Auftritt. Das war damals mein letztes Mal in Magdeburg. Wir haben da immer zum Kaiser-Otto-Fest Aufführungen gehabt im Kloster der lieben Frauen. Und da haben wir Sturm auf die Gottesburg gespielt. Ich damals als kämpferische und kokette Ute. Hier auf dem Bild mit meinem Theaterpapa. Er hat ständig meinen Vater gespielt. Das ist übrigens unser Theaterchef gewesen. Ja, falls ihr natürlich noch mehr über die Theatergruppe wissen wollt, ich kann euch den Link hier unten von Poeta Historica in Naumburg in die Infobox packen. Es kommt auch schon das letzte Bild. Wir sind schon bei 10 angelangt. Und meine Schwester bei den Küffhäusern. Und zwar hatte ich dieses Bild schon mal in einem früheren Video von mir. Und ich dachte, ich nehme es einfach nochmal mit rein, weil es eine total schöne Erinnerung ist. Als wir sie damals besucht hatten und dann da hochgefahren sind und als wir dann vollgefressen wieder zurückgefahren sind und fast gebrochen hätten, weil die Straße so schlängelig war. Ja, aber ich habe noch was für euch. Nämlich zum Vergleich ein Bild von meiner Schwester und mir zu meiner Einschulung. Ach ja. Also Karin, falls du dieses Video guckst, hübsch, nicht wahr? Ich finde das Bild sehr, 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 sehr süß. Die kleine Sandra mit den Zahnlücken. Das war's auch schon wieder von mir. Mit diesem kleinen Video, die sah aus, der so schwelgt in Erinnerung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war mal etwas anderes als ein Tag. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich doch ganz schnell. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und eine schöne nächste Woche. Bis zum nächsten Unterwegs in Dessau-Video. Tschüssi!